So, hallo Leute. Ich habe versprochen, dass wir uns kurz um die Boolesche Algebra kümmern. Und da wollen wir gleich mal anfangen. Wenn wir die erste Verknüpfung, die wir haben, wäre and. And. Oder im Deutschen und. Und wenn man Zeichen, es gibt auch Zeichen, das wäre dann das hier. Und wenn wir jetzt sagen wir mal, wir haben zwei Eingänge, A und B, und sagen, okay, wenn A 0 ist und B 0 ist, dann ist es auch, das ist die Ausgabe, da und da. Ist auch 0. Wenn A 1 ist und B 0, bleibt es immer noch 0. Wenn A 0 ist und B 1, bleibt es 0. Und nur wenn A und B 1 ist, ist die Ausgabe 0, 1. So, das hier ist, das ist und. Dann gibt es als zweites, gibt es die Oder-Verknüpfung oder Or. Or oder. Oder. Das hier ist es, glaube ich. So, und dann machen wir wieder A und B. Also wir haben die Variablen A und B. So, wenn A 0 ist und B auch 0. Ist die Ausgabe ebenfalls 0. Und wenn A1 ist, B0 ist die Ausgabe 1. A0 oder B1 ist auch 1. Und A1 und B1 bleibt 1. So, das heißt, da sind genau umgekehrt. Das heißt, hier bei der Oder-Verknüpfung ist die Ausgabe immer 1. Also wenn irgendetwas 1 ist, dann ist die Ausgabe 1. Und nur wenn beide 0 sind, ist die Ausgabe 0. Beim und ist es genau umgekehrt. Beide müssen 1 sein, also A und B müssen 1 sein, dann ist die Ausgabe 1. Das heißt, A und B ist genau dann 1, wenn A und B1 ist. Also A und B, das ist praktisch so, wie es sprachlich ist. So, dann gibt es die dritte wichtige Sache, das ist das not. Das not oder das nicht. Nicht. Ja, da gibt es dann irgendwie verschiedene Kürze für. Ich lasse das mal weg. Und da haben wir natürlich nur eine Eingabe. Wenn a 0 ist, ist die Ausgabe 1. Und wenn a 1 ist, ist es 0. Das ist sozusagen die Negierung ist das. Das heißt, irgendwie aus 0 wird 1, aus 1 wird 0. Das ist not. So, nun, das ist erstmal das, was. Mehr ist das schon nicht. Wir sind jetzt bei 3 Minuten. Schön. Das heißt, wir haben den Kram schon gemacht. Aber ich lösche das mal weg. Merkt euch das. Jetzt kann man zum Beispiel machen, dass man diese Sachen kombiniert. Aber wofür brauchen wir das erstmal? Wir brauchen das für diese Masken. Also praktisch, was man sagt, wenn man zum Beispiel eine Maske hat, die aus vier Einsen und vier Nullen besteht. Und wir haben irgendeine Zahl, die jetzt hier unter ist. Irgendwas. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Irgendeine Zahl steht da unter. Und wir würden eine Unverknüpfung machen. Dann muss hier oben, weil die Maske 0 ist, egal was bei B steht, hier ist A, da ist B, egal was bei unserer Zahl steht, muss 0 rauskommen. Und nur das, was hier oben mit 1 ist, wird einfach runterkopiert. So, das ist eine Maske. Und diese Maske bei und
Das ist die Untenmaske sozusagen. Die Untenmaske, wenn es 1 ist, wird das kopiert. Wenn es 0 ist, wird es auf 0 gesetzt. Und das brauchen wir für unsere Netzwerkmasken. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir diese Sachen kombinieren können. Wir können zum Beispiel, gibt es eine weitere, die exklusiv oder XO, XOR oder das ist zum Beispiel eine weitere Verknüpfung. Da haben wir wieder A und B. Und das ist im Prinzip wie eine Oder-Verknüpfung. Das heißt, ich habe hier wieder Ausgabe. Ich habe wieder 0 und 0 gibt 0. 1 und 0 gibt 1. 0 und 1 gibt ebenfalls 1. Aber exklusiv Oder. Das heißt, wenn beide 1 sind, ergibt das 0. So, das ist zum Beispiel das Exklusiv oder. Es gibt auch noch irgendwie, es wird auch manchmal EOR geschrieben, aber XOR ist eigentlich das hier. Das ist Exklusiv oder. Das Interessante an Exklusiv oder ist, das ist ein symmetrisches Ding. Damit kann man, also erstmal kann man damit rauskriegen, also was auch immer. Wenn man sagt, das hier ist meine Message, wenn das hier praktisch meine Nachricht ist, kommen wir sprach, wir machen das später irgendwie in der Kryptographie, da greife ich das nochmal auf. Jedenfalls ist das eine ganz interessante Operation, weil wenn ich dieses hier als meine Nachricht wäre, das hier wäre mein Code, dann könnte ich irgendwie das hier als meine verschlüsselte Nachricht nehmen und wenn ich später nur mein Code habe und meine verschlüsselte Nachricht, also das wäre die Nachricht gewesen, das hier ist der Code, das hier ist die verschlüsselte Nachricht, dann würde man hier zum Beispiel sagen, ich mache hier wieder ein Exklusiv oder, das heißt 0 und 0 gibt 0, 0 und 1 gibt 1, 1 und 1 gibt 0 und 1 und 0 gibt 1. Und da sieht man, das ist dasselbe wie A. Das heißt, man könnte damit zum Beispiel eine Verschlüsselung machen mit der Sache. Das heißt, wenn das hier der Codeschlüssel ist, ein binärer Codeschlüssel, das nennt sich Vernam-Verschlüsselung, dafür braucht man das ganz gut. Da kommen wir noch zu Vernam. So, das ist irgendwie ganz nett. Aber diese Exklusiv-Oder-Geschichte, die kann man zum Beispiel auch aufbauen nur aus AND und Oder. Wie viele Minuten haben wir? Wir haben 7 Minuten, na das geht noch. Das heißt, sagen wir mal zum Beispiel, ich wollte so etwas nur aufbauen aus einer Verknüpfung von AND und OR und NOT. Dann würde man sagen, das Ergebnis ist A and B. A and B. Nee, falsch rum. Moment. Das Ergebnis ist. Ups, wie mache ich das? Wie lösche ich das hier weg? Schon wieder vergessen, wie das ging. Ging das so? So. Irgendwie ging das, irgendwie kann man das weglöschen, aber man kann das so weglöschen, indem ich einfach ein großes Radiergummi nehme. Wo ist das Radiergummi? Da ist das Radiergummi. So. Kommt wieder weg. Und das geht auch irgendwie schneller, aber ist mir jetzt momentan egal. So, A, O, B, oh, das ist ein bisschen zu groß. Okay. So, A oder B. Und dann sagen wir, dass A oder B, das wäre praktisch dieses hier. Und in dem Fall, and not. A and B.
Das wäre zum Beispiel die Formulierung für das Exklusiv-Oder. Das heißt irgendwie, es ist immer A oder B. Es sei denn, und, das heißt die letzte 1 tilge ich sozusagen weg, not A and B. Das heißt, A, not A and B ist dann A and B wäre 1, nur in dem Fall, wo das hier, wo das beides 1 ist. Das heißt, wir kriegen irgendwie, wenn wir not A und B sagen, kriegen wir sozusagen, also wenn wir A und B sagen würden in diesem Fall, dann hätten wir irgendwie praktisch 0, 0, 0, 1. Wenn wir not A und B haben, haben wir 1, 1, 0. Ja, das heißt, wir haben irgendwie, und wenn wir hier diesen Teil hier so betrachten, dann bekommen wir das hier, ist praktisch die not A and B. Und wenn wir davon eine Unverknüpfung machen von A oder B, dann würden wir sagen, wir maskieren dieses letzte Bit raus, was ich irgendwie vorhin schon erzählt hatte. Und das wäre zum Beispiel eine Anwendung davon, ne? Diese kleine Formel hier, das ist praktisch die Exklusiv-Oder-Formel. Die könnt ihr euch lernen, die könnt ihr auswendig lernen irgendwie oder könnt ihr versuchen zu verstehen. Dann nochmal irgendwie ein bisschen mit rumspielen. Und wir wollen jetzt noch irgendwie einmal kurz, machen wir das, wenn wir das als Programm machen, diesen ganzen Kram. Ich rufe einfach mal ein Lua auf, Lua Just in Time. Das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen. Ich weiß, aber irgendwie das ist alles, sozusagen, wenn man in der Programmierung ist, dann kann man das irgendwie schön sehen. Also erstmal hole ich mir eine kleine Routine raus, die ich geschrieben habe. Decktobin heißt das. Und damit kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel irgendeine Zahl. Also ich sage, druck mir mal dezimal zu binär von der Zahl 9 in 4 Bit. Und das möchte ich bitte einfach mal irgendwie drucken. So, und dann macht er das. Und dann seht ihr, das ist 4 Bit. Das ist irgendwie so, wie wir was gelernt haben. Das wäre 8 plus 1 sind 9. So, jetzt können wir davon natürlich jetzt sagen, ist von der Zahl hier. Da machen wir jetzt mal ein bisschen Spaß. Sagen wir mal Bit. Oder, also Bitor nennt sich das, Bitor von. Und jetzt nehmen wir zwei Zahlen. Sagen wir mal, wir nehmen die 9. Ja, wir nehmen es einfach mal ein binäres Pattern, also 1001, das wäre die 9. Binäres Pattern, 1001. Und wir nehmen eine zweite Zahl und das ist Binärpattern 1100. So, und wenn wir das machen, dann müsste das Ergebnis sein. Denken wir kurz drüber nach. Richtig, 1101. Denn irgendwie, wir haben hier die beiden sind verknüpft. 1 ist alles, was hier, also alles, was 1 ist, wird 1. Das heißt, das Einzige, wo beide 0 sind, das ist diese Stelle. Und deswegen ist das 1101. So, das würde dann irgendwie so sein. Und wenn man jetzt sagen wir ein anderes, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen eine Exklusiv-Oder-Verbindung, ich glaube, das ist XOR, ich glaube ja, dann müsste das sein. Also, so wie ich das sehe, wird hier 1 und 1, das ist 0, dann haben wir 1, dann haben wir 0, 1. Also 1, 0, 0, 1 müsste es ergeben. Ups, und da habe ich einen Fehler, weil das heißt EOR, BitXOR, BitXOR, genau. Also 0, 1, 0, 1, wie ich sagte, ich glaube, ich habe das eben gesagt. Und so kann man irgendwie zum Beispiel damit irgendwie schön arbeiten. Man kann da auch zum Beispiel jetzt ein End machen. Bit End von dieser, das wäre dann 1, 0, 0, 0. Ihr könnt es übrigens auch ausdrucken, wenn ihr das hier, wenn ihr hinten schreibt, das erste Symbol soll 0, 0, 1, 1, 1, dann kriegt ihr das so raus. Also dann kriegt ihr zum Beispiel, keine Ahnung. So, zum Beispiel, ups. Nee, das geht nicht. Also hier kann man auf jeden Fall irgendwie was auch machen, was man immer hinschreiben will. Es geht nicht. Aha. Eigentlich müsste es gehen. Teufel auch. 01. Sternpunkt. Geht auch nicht. Ah, interessant. Nee, klar.
Weil ich mache das, schreibe das gerade an der falschen Stelle hin. Ich wundere mich gerade hier, warum das nicht geht, da natürlich. So, das heißt, wenn ich hier jetzt O plus schreibe, dann bekomme ich irgendwie das Binärpattern so ausgeschrieben. Also überall ein 1, wo eine 1 ist, ist das. Und das hier ist so. Seht ihr? So, das, man kann praktisch die Ausgabe, kann man hier irgendwie bestimmen mit Punkt, Stern zum Beispiel. Punkt, Stern. Das kann man machen und das ist irgendwie vorher, ich habe das, wenn man es nicht setzt, dann nimmt er diese ausgefüllten oder nicht ausgefüllten Kreise, was ich irgendwie sehr schön finde beim Binären, weil man da schön das Pattern sehen kann. Das habe ich irgendwie mal fertig gemacht. Das könnt ihr sehen auf meinem GitHub. Das habe ich auch irgendwo gelinkt auf dem RedNest-Server. So, ich denke aber, das ist jetzt 15 Minuten und ich glaube, damit sind wir durch. Ctrl-C, um das zu beenden. Und ich glaube, damit haben wir auch erstmal die binäre, die Boolesche Algebra durch. Wenn Fragen da sind, dann könnt ihr die Fragen nochmal stellen im Unterricht. So, ich hoffe, das hat Spaß gemacht.